Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pokémon Schwert und Schild Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Galarform von Porenta zu Lauchzelot entwickeln könnt. Die Galarform von Porenta gibt es nur in Pokémon Schwert. Das könnt ihr entweder in der Naturzone fangen oder auf Route 5, so wie ich das hier gerade mache. Porenta hat eine Erscheinungsrate von 5%, also kann es ein bisschen dauern. Aber was wichtiger ist, ist, dass ihr auf einen Porenta achten müsst, dass das Item Lauchstange bei sich trägt. 50% der wilden Porenta tragen dieses Item bei sich. Das Gute an dem Item ist, dass es die Volltrefferrate um 2 erhöht. Scope-Linse hat zwar ungefähr denselben Effekt, aber das erhöht die Volltrefferquote nur um 1. Jetzt fragt ihr euch, warum ihr das überhaupt braucht. Das Ding bei Porenta ist, das kann sich nur entwickeln, wenn es in einem Kampf mindestens 3 Volltreffer gelandet hat. Klingt jetzt vielleicht erst ein bisschen schwer, aber mit einem weiteren Item könnt ihr fast bei jedem Angriff einen Volltreffer landen. Und zwar fliegt ihr für dieses Item einmal nach Claw City und geht in den Pokémon Center in der Mitte rein. Bei dem rechten Händler dort findet ihr nämlich das Item Angriff Plus. Das könnt ihr euch dort für 1000 Poké-Dollar kaufen und dieses Item erhöht die Volltrefferquote um ein weiteres. Da das Porenta ungefähr auf Level 20 sein wird auf Route 5, würde ich euch empfehlen, ein Pokémon zu bekämpfen, das ungefähr genauso stark ist. Was noch besser wäre, wäre ein Trainer mit mehreren Pokémon auf diesem Level. Das Problem ist bei mir nur, dass ich jetzt alle schon gemacht habe, deshalb kann ich sie jetzt nicht mehr so zeigen. Deswegen gehen wir einfach zurück zur Route 5 und schauen uns da die Pokémon an. Das beste und einfachste Pokémon, was man dort bekämpfen kann, ist eigentlich wohin genau? Das kann nämlich so ziemlich gar nicht zurückangreifen, bis auf mit Konter, was ganz leicht in die Hose gehen kann, aber mit dem richtigen Timing sollte es auf jeden Fall klappen. Mit Zertrümmerer seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und Silberblick ganz wichtig. Weil wohin genau zum Beispiel Konter kann, kann es ganz schnell schlecht enden für Porenta. Deshalb würde ich empfehlen, wenn ihr eure 3 Crits mit Zertrümmerer gelandet habt, macht auf jeden Fall ganz oft Silberblick, damit ihr auf keinen Fall mit Konter besiegt werdet. Mein Porenta kann zum Beispiel Wirbler und nach 4-5 Silberblicken sollte das auf jeden Fall One-Hitten. Nachdem ihr mindestens 3 Volltreffer gelandet habt, braucht ihr nicht mal ein Level-Up, denn das Porenta wird sich automatisch nach dem Kampf einfach entwickeln. Es braucht auch keinen bestimmten Angriff oder irgendein Level, es muss einfach nur diese 3 Volltreffer landen. Falls ich euch helfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich habe auf meinem Kanal noch viel, viel mehr Pokémon Schwert und Schild Videos und es werden auf jeden Fall noch viel, viel mehr von diesem Spiel kommen. Also, falls da was für euch dabei sein könnte, auf jeden Fall mal reingucken. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao!